Mitten in der tiefsten Nacht hat mich der Vogel hergebracht. Hexe. Herrin Vivienne? Du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Du bist also doch keine Bruxa. Eine was? Das war mein erster Verdacht, dass du eine Vampirin bist. Ein paar Details schienen darauf hinzudeuten. Aber ich lag falsch. Naja, nicht so wichtig. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht, an diesem Ort, ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Ja, ich würde sagen, du bist verflucht worden, oder? Es sieht aus, als hätte dich jemand verflucht. Ich weiß nicht, wer oder warum, aber ich hoffe, dass ich das rausfinden kann. Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut. Weil ich auch ein Mutant bin. Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne. Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Wirst du schweigen? Okay. Was hat das mit diesem Reiher auf sich? Ich werde schweigen. Das schwöre ich beim Reiher. Du machst dich über mich lustig. Nein, du willst nur zu viele Sicherheiten. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir vertrauen. Ich sage niemandem etwas, solange ich nicht zu dem Schluss komme, dass ich jemanden einweihen muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe. Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen,
als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für alle Mal Ade sagen. Nein, sowas macht man nicht. Ich rette dich. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Es gibt immer Alternativen. Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen. Es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Ja, sehr gerne doch. Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Wirklich interessant. Das kann einen Großteil der Heilung bewirken. Interessant. Oh, ich sehe gerade auf der Uhr, wir sind ja ganz schön drüber. Gut, sobald wir jetzt hier rausgelassen werden, machen wir dann noch Schluss für heute. Und dann gibt es die Massenklopperei dann in der nächsten Folge, denke ich. Hast du etwas erfahren? Ja. Dann raus damit, Mann! Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder
ich weiß nicht, sie wenigstens trösten. Vivienne hat mir ihre Lage geschildert. Aber es war vertraulich. Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe. Aber ich bin doch nicht irgendwer. Ich würde alles für sie tun. Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen. Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen. Tut mir leid. Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat. Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht. Du wagst es, mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt. Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert. Das bereue ich jetzt. Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr? Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Lass mich raus. Ist ja wie Metal Gear Solid. 5 Stunden Videosequenzen. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallers barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Du wirst uns wohl wenig nützen. Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf. Versuch wenigstens, uns aus dem Weg zu bleiben. Es ist Zeit, meine Herren! Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena! Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter. Scheinen wir wohl nicht rauszukommen. Ja, dann herzlich willkommen hier weiterhin. Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden dann nicht länger erst mehr kann. Danach einen Cut. Doch Obacht, wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt. Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an. Die Spannung darob, man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Gut, das werden wir doch wohl hinkriegen. Lasst uns beginnen. Jubelt ihr Leute. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen gibt's heute. Schnell, von rechts. Jetzt! Ja. Du sollst sterben, tu nicht gut. Ups. Ja, der ist von selber angebrannt. Da hab ich nichts mit zu tun. So, komm her. Oh, der kann... Kann ein bisschen besser kämpfen. Der Goldene. Komm, jetzt hab ich ihn auch. Tschüss. So, das war's. Ich glaube, ich hab's alle erledigt. Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht. Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier auf Gerald von Riva, stark wie ein Stier. Er meisterte alles bis hierhin mit Leichtigkeit, vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich.
Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. O wackre Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben, nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Na, das war mir schon ganz klar. Das haben wir relativ souverän gelöst. So, bin ich ja nur gespannt jetzt. Es ist Zeit! Auf in die Arena! Solltest du im Kampf schwer verletzt werden? Hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Der Hexer aus Riva, Geralt sein Name, wirkt alt, doch zeigt jedem, was er kann. Weiß ist seine Haarespracht und er zieht erfahren zur Schlacht. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Gorgon. So, Gorgonzola, ich hau mich jetzt um. Alles andere. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Und die Titanen umkreisen sich böse und sie zerfleischen sich gleich mit Getöse. Mesdames et Messieurs, Grégoire de Gorgon, er trägt den Sieg souverän davon. Hip-hip, hurra, 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 hurra. Ah gut, ich denke mal. Und nun ein paar Worte unseres Förderers, dem Weingut Tufola. Willst du starke Knochen haben, musst du dich an Tufola. Na komm, au, lass mich raus. Au! Ja. Tschüss! Dieses Jahr trägt Geralt von Riva den Sieg davon und triumphiert damit über Grégoire de Gorgon. Hoch Geralt! 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 Oh Mann, wie lächerlich, sein eigenes Echo nachzumachen. Ja, das haben wir doch relativ. Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, unseren Meister auszuzeichnen. Er hat bei der Liebe seiner Herzensdame geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun und du auch. Die Leute schauen zu dir auf. Du solltest wenigstens winken. Schönes Ding. Bin ich aber gespannt. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirol sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten.
Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Jo, sagt sie jetzt zum zweiten Mal. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Arme Küken. Bin ich ja mal gespannt, ob das gut geht hier. Da sind wir. Warum habe ich nur ein Schwert auf dem Rücken? Was dieses Spiel immer mit meinem... Oh, toll. Sieht das aus? Ja, okay. Und da können wir was draus machen. Sieht auf alle Fälle schon mal schick aus. Sieht die Armbrust. Die ist auf alle Fälle besser. Die nehmen wir mit. So, und ich habe doch hier irgendwo Plätze. Da, Plätze. Dann gucken wir gerade mal nach meinem Sattel. Und sich aus. Ich habe aber 100 auf meinem Sattel. Tja, schade. Oh, was mache ich denn hier? Bonuserfahrung bei Monstern. Was habe ich denn im Moment dran? Okay, ich habe eh 5% dran. Ja, ganz eine coolen. Ich glaube, der Waldschrat sieht ganz cool aus.
Im Waldschrat mal da dran. Und ich habe noch keine Epic-Scheuklappen oder Satteltaschen. Vielleicht gibt es dann noch was Größeres. Okay. Aber schade, dass der nicht wenigstens ein Ticken mehr hat. Okay. Zurück. Ja. Ich kümmere mich darum. Komm, der Panther. Mein Name ist Panther. Ich begrüße ihn. Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Und was muss ich tun? Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch 7 Jahre zu leben. Höchstens. 7 Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden? Ohne das Stigma, ein Monster zu sein? 7 freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Na gut. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Jo, Fluch scheint gebrochen. Verdammt. Geralt, sieh nur. Sieh nur. Götter, ich kann auf Bälle gehen. Ich kann nach Ochsenfurt, sogar nach Novigrad reisen. Danke, Hexer. Guillaume solltest du danken. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Bin ich auch sehr dankbar. Richtest du ihm das aus? Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein, aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Gut, ich sag es ihm. Leb wohl, Vivienne. Tja. Ich weiß nicht, ob das mit den beiden nochmal irgendwas wird. Jetzt kann man kurz ein bisschen relaxen. Flup. Sehr schön. Ja, wenigstens steht Plätze da. Auf die Plätze, fertig, los! Nicht, ob der so begeistert sein wird. Ach komm. Dann lauf hier halt. Ach komm, Plätze. Los, lauf! Skyrim-Gaul wäre hier einfach durchgeritten.
Meine Güte. So, hier ist jetzt wieder Gas. Danke. Und dann hat er wieder 2000 km/h ohne Probleme. So. Hallo? Böse Steine, ja, ja. Kann ich mal mit deiner Armbrust schießen? Ja, klar. Auf jeden Fall. So. Hey, Joran, grauhaariges Kerlchen. Ein echter Hexer. Gemeinheit siegt. Bei meinem Schwur. So, mein Freund. Geralt, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Sie kann unbesorgt sein? Ich sollte ihren Dank sagen. Dank dir kann sie ein normales Leben führen. Mag sein, aber wie geht es ihr? Vivienne hat sich ihren Weg ausgesucht. Sie ist jetzt frei und glücklich, glaube ich. Ohne mich? Du hast ihr geholfen, aber deswegen ist sie dir keine Liebe schuldig. Mein Freund ist Barde und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deinen Rat behalte für dich. Adieu. Ja, das tut weh. Tut mir leid, aber was sollen wir machen? Ja. So. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt Schluss. Hat noch eine Folge mehr rausgeschlagen, der Geralt, als ich eigentlich machen wollte. Aber gut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei The Witcher Blood and Wine auf Kellerkind.org. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit, empfehlt mich weiter. Und ja, schaut auch die anderen Videos hier auf unserem Kanal. Bis dahin. Ciao. Du hast Probleme?